meiner Seite herzlich willkommen auch beim FZI Open House, diesmal in einem etwas ungewohnten Format für uns, aber ich hoffe, dass wir trotz dieses virtuellen Formats Sie genauso gut informieren können und wir genauso interessante Gespräche führen können wie in den Jahren zuvor. Ich darf heute mit meinen Kollegen den Workshop Erkennung von typischen Sicherheitslücken in der IT-Infrastruktur von KMU moderieren und gestalten und freue mich hier zusammen mit meinen Kollegen Julian Herr, Niklas Görke, Timon Hackenjoes und Matthias Börsig die nächste gute Stunde mit Ihnen verbringen zu können und einen kurzen Einblick in dieses Thema zu geben. Ganz kurz, wo kommen wir her? Alle hier Referierenden sind Mitarbeiter im Kompetenzzentrum IT-Sicherheit am FZI. Das Kompetenzzentrum wurde vor rund 4 Jahren gegründet mit Unterstützung des Landes Baden-Württemberg und fungiert als zentrale Anlaufstelle, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen in Baden-Württemberg zu deren Fragen im Bereich IT-Sicherheit. Wir betreiben angewandte Forschung und Forschungstransfer und sind eng eingebunden in die Aktivitäten der IT-Sicherheitsregion Karlsruhe, wo wir gemeinsam mit anderen Akteuren wie Castell oder der KIZI und dem DITS das Thema bespielen und, glaube ich, auch uns in Baden-Württemberg nicht verstecken müssen, was wir hier im Bereich IT-Sicherheit in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben in der Region. Im folgenden Workshop möchten wir zunächst mal ganz kurz das Thema IT-Sicherheit mit dem Fokus klein-mittelständische Unternehmen beleuchten, um dann ganz schnell hands-on ins Doing zu gehen. Beziehungsweise das Doing werden hauptsächlich jetzt meine Kollegen übernehmen im Rahmen von diesem Workshop und mal live zeigen, welche Schwachstellen gibt es denn so und wie könnte ein Angreifer die ausnutzen, beziehungsweise wie geht denn jemand, der einen Penetration-Test durchführt, vor? Und wollen dann einfach viel anhand von Praxisbeispielen zeigen, mit welchen Sicherheitslücken man typischerweise konfrontiert ist und schließen dann mit einer kurzen Zusammenfassung. Ich denke, allen hier Anwesenden muss ich nicht sagen, dass das Thema IT-Sicherheit immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wir sehen das insbesondere auch im Kontext der Cyberwehr Baden-Württemberg. Das ist ein Projekt, was wir hier am Kompetenzzentrum vorantreiben. Dort betreiben wir eine Hotline seit einigen Jahren, bei der insbesondere auch kleine mittelständische Unternehmen anrufen können, wenn sie Opfer von einem Cybersicherheitsvorfall geworden sind. Und auch hier haben wir es in den letzten Jahren erkannt, dass das ein ernsthaftes Problem ist, auch gerade für kleine mittelständische Unternehmen, die Opfer von so einem Cybersicherheitsvorfall geworden sind. Hier im grafisch dargestellt beispielsweise das Thema Ransomware, was viele Anrufer bei der Cyberwehr betrifft. Und wenn man Opfer von so einem Verschlüsselungstrojaner geworden ist, dann ist es relativ schnell auch existenzbedrohend für so ein Unternehmen. Das heißt, es macht auf jeden Fall Sinn, auch als kleines Unternehmen sich mit dem Thema IT-Sicherheit auseinanderzusetzen. Und wir sehen auch, es ist ein relativ breites Feld und gerade die kleineren Unternehmen, die auf uns zukommen, sind oft auch erstmal überfordert, wo sie denn anfangen sollen und was jetzt wirklich die wichtigsten Schritte sind. Ich will jetzt hier nur einen ganz kleinen Einblick geben, was so die Basics sind, was man denn machen kann. Das sind einerseits natürlich technische Maßnahmen. Gerade im Kontext von Ransomware ist es oberste Priorität, dass man einfach regelmäßig Backup seiner Daten macht. Also das ist einfach was. Es ist schon oft vorgekommen, dass wir Anrufer bei der Cyberwehr hatten, denen wir leider auch nicht mehr helfen konnten, wenn sie Opfer von so einem Verschlüsselungstrojaner geworden sind und die Daten dann zum Teil unwiderruflich verloren waren, wenn kein Backup vorhanden war. Wenn ein Backup vorhanden ist, dann ist das in der Regel einfach kein Problem. Dann muss man die Backups wieder einspielen und kommt hier relativ glimpflich aus der Nummer raus. Anderes Thema sind sichere Passwörter. Das werden wir auch im Folgenden sehen. Immer wieder werden Unternehmen Opfer von Cybersicherheitsvorfällen, weil beispielsweise Fernwartungszugänge mit schlechten Passwörtern gesichert sind. Dann ganz wichtig, jede Software hat eigentlich Schwachstellen. Und deshalb ist es essentiell, dass wenn diese Schwachstellen erkannt werden und von den Softwareherstellern behoben werden, auch diese Updates sehr, sehr zeitnah eingespielt werden.
weil ansonsten Angreifer diese Sicherheitslücken ausnutzen können, um auf die Systeme einzudringen und natürlich Zugriffsrechte entsprechend einzuschränken, dass nur die erforderlichen Personen auch Zugriff auf Daten bekommen. Jetzt ist ganz wichtig, das sind alles technische Maßnahmen. IT-Sicherheit ist nicht nur ein technisches Thema, man kann hier auch ganz viel organisatorisch machen. Auch gerade in kleinen mittelständischen Unternehmen ist, denke ich, das Wichtigste, dass die Mitarbeitenden entsprechend geschult sind, eine Awareness vorhanden ist für das Thema, auch gerade im Kontext beispielsweise von Phishing-E-Mails oder CEO-Fraud. Da spielt der Faktor Mensch eine ganz große Rolle und da ist es einfach wichtig, dass die Mitarbeitenden entsprechend für das Thema sensibilisiert sind. Und das kann man natürlich auch noch weiter treiben, wenn das Ganze etwas professioneller angeht, ein Informationssicherheitsmanagementsystem zu etablieren, gegebenenfalls sogar auch eine Zertifizierung nach ISO 27001 anstreben. Wichtig ist, denke ich, einfach, dass man in den Geschäftsprozessen das Thema IT-Sicherheit von vornherein verankert. Und dann kann man und sollte man regelmäßig natürlich auch die Sicherheit prüfen, wenn man jetzt Software herstellt, beispielsweise durch Code-Reviews. Aber wenn man eine IT-Infrastruktur als Unternehmen betreibt, gibt es auch Möglichkeiten, das regelmäßig auf Schwachstellen hin zu untersuchen. Das kann man relativ leichtgewichtig automatisiert mit sogenanntem Vulnerability Scanning machen, also einfach ein automatisierter Schwachstellen-Scan, den man auf das eigene Netzwerk loslässt. Hier kann man schon zumindest mal so die gröbsten Sachen erkennen. Das ist allerdings recht oberflächlich und die Variante, die wir hier im Folgenden vorstellen möchten, ist das sogenannte Penetration Testing oder auch Penetrationstest auf Deutsch, Pentest. Bei dem man ein in der Regel externes Unternehmen beauftragt, die eigene IT-Infrastruktur auf Schwachstellen hin zu untersuchen. Das läuft so ab, dass letztendlich das Unternehmen, das ich beauftrage, um meine eigene IT-Infrastruktur zu untersuchen, ähnlich vorgeht wie ein Angreifer. Das heißt, dieser Pentester, der beauftragt wird, benutzt die gleichen Methoden und die gleichen Werkzeuge, die auch ein Angreifer nutzen würde, um auf die Unternehmensinfrastruktur zuzugreifen, mit dem Ziel, Schwachstellen zu finden, die auszunutzen und dann möglichst umfassende Zugriffsrechte auf die Unternehmensinfrastruktur zu erlangen. Wie funktioniert es so ein Pentest? Ein Pentest läuft in der Regel in mehreren Phasen ab. Das werden wir im Folgenden auch sehen, wie die Phasen konkret aussehen. Die erste Phase ist die Enumeration, die Informationsbeschaffung. Dort gehören so Dinge dazu wie Portscans. Das heißt, ich schaue einfach mal, welche Rechner gibt es in einem Netz, welche Dienste laufen darauf. Dann kann ich schon mal einen Überblick bekommen, wo eventuell Software mit Schwachstellen vorhanden ist. In der zweiten Phase Exploitation kann ich dann diese Schwachstellen ausnutzen, um Zugriff zu erlangen. In der Regel habe ich dann erstmal nur normale Benutzerrechte und versuche dann diese Rechte auszuweiten, das heißt beispielsweise Administratorrechte oder Rootrechte zu bekommen, um dann das System vollständig zu übernehmen. Und wenn ich an dem Punkt bin, dann kann ich natürlich auch alle Daten von so einem System abgreifen oder manipulieren. Ein Angreifer, der so weit gekommen ist, würde das jetzt natürlich zu seinem Vorteil ausnutzen und beispielsweise Schadcode einschleusen, wie Ransomware und dann einen Erpressungsversuch starten oder im Kontext von Wirtschaftsspionage dann Unternehmensdaten abfließen lassen. Ein Pentester, der an diesem Punkt angelangt ist, hat natürlich gutartige Absichten und ist ja vom Unternehmen beauftragt worden, diesen Angriff, sage ich jetzt einfach mal, durchzuführen. Das heißt, was er dann macht an der Stelle, ist, einen entsprechenden Bericht zu erstellen, der dann dem Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, sodass das Unternehmen ein Bild davon bekommt, welche Schwachstellen sind vorhanden und wie können diese geschlossen werden. Im Folgenden werden wir jetzt zwischen dem Pentest und dem Angreifer nicht weiter unterscheiden, weil eigentlich die Vorgehensweise gleich ist, nur die Absichten anders sind. Das heißt, wenn im Folgenden vom Angreifer gesprochen wird, ist es letztendlich auch der Pentester, der versucht, auf diese Systeme zuzugreifen. Es gibt jetzt verschiedene Varianten eines Pentests, da will ich jetzt aus Zeitgründen gar nicht so sehr ins Detail gehen. Wichtig ist einfach nur die Unterscheidung, wie viele Informationen und Know-how hat denn der Angreifer bzw. der Pentester zur Verfügung. Bei so einem Blackbox-Test ist er letztendlich so aufgestellt wie ein externer Angreifer, der keine besonderen Informationen über das Unternehmen hat. Das heißt, man versucht einfach über das Internet auf Dienste des Unternehmensnetzwerks zuzugreifen und sich alle Informationen selbst zu beschaffen.
Gerade bei so einem Pentest ist es oft sinnvoll, einen Whitebox-Test zu machen, wo ich viele Informationen schon bereitstelle dem Pentester, dass er auch die Chance hat, schneller im Netzwerk voranzukommen und auch schneller an sensible Daten und Sicherheitslücken gelangen kann. Dann ist natürlich immer die Frage von, wo mache ich den Angriff? Mache ich den einfach nur von extern über das Internet oder gehe ich auch davon aus, dass ein Angreifer beispielsweise in das Gebäude gelangen kann und dort Zugriff auf Netzwerkports hat? Gehe ich vielleicht auch von einem privilegierten Angreifer aus, also beispielsweise ein Mitarbeiter, der das Unternehmen verlassen hat und noch Zugangsdaten hat? Und will ich auch den Faktor Mensch mit einbeziehen? Das heißt, will ich auch solche Ansätze wie Phishing oder Ähnliches testen? Wobei man dazu sagen muss, dass man sich relativ schnell in heikles Terrain begibt und das sehr gut abgestimmt sein muss mit dem jeweiligen Unternehmen, wie weit man da gehen möchte, wenn man wirklich versucht, die einzelnen Mitarbeitenden des Unternehmens zu manipulieren oder aufs Glatteis zu führen. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass das in dem Fall gut abgestimmt ist. So, jetzt habe ich viel geredet. Jetzt wollen wir auch mal ein paar praktische Dinge sehen. Ich übergebe jetzt dann gleich an meine Kollegen, die jetzt einfach mal hands-on zeigen, wie läuft so ein Pentest aus, die einfach mal versuchen, solche Systeme zu übernehmen und gleichzeitig dabei dokumentieren, was sind denn typische Schwachstellen, die gegebenenfalls dann auch in Ihren Unternehmensnetzen vorkommen könnten, und Ihnen so Input zu geben, was man vielleicht an der eigenen Infrastruktur noch prüfen und verbessern könnte. Dann mal von der Seite erstmal vielen Dank von mir und ich übergebe jetzt an Niklas Görke, der mit diesem Pentest beginnen wird. Ja, danke schön. Wir fangen einfach direkt an und schauen erstmal so ein bisschen auf das Szenario, in dem wir uns bewegen. Und zwar, was Sie gleich sehen werden, ist eine Kommandozeile, von der wir hauptsächlich agieren werden. Die befindet sich auf dem Angreifersystem, also das System des Pentesters, das ich also bedienen werde zu Anfang. Das ist ein Kali Linux. Das ist ein Linux, was im Prinzip genau dafür ausgestattet ist, Pentests durchzuführen, ist ausgestattet mit den Angriffswerkzeugen, die man normalerweise braucht. Und auf der anderen Seite sehen wir dann die Maschine, die wir zuerst angreifen wollen. Das ist eine Maschine, die im lokalen Netzwerk ist. Das heißt, wir müssen nicht übers Internet oder sowas, haben also erstmal direkt, können es direkt dorthin verbinden. Und die Maschine stammt aus unserer Schulungsumgebung, die wir nebenher betreiben, woran wir uns selber weiterbilden, aber auch Weiterbildung für andere anbieten. Gut, die erste Phase, wie Dr. Baumgart schon gesagt hatte, ist die Enumeration-Phase. Da geht es erstmal ums Informationsbeschaffen. Normalerweise würde man sich mit Finden von Zielen, damit würde man anfangen, würde den Kontext analysieren. Das fällt in diesem Fall weg, weil wir die Maschine schon kennen, beziehungsweise wissen, wo sie ist. Jetzt geht es also als erstes darum, anzuschauen, welche Dienste diese Maschine anbietet. In dieser Form hier ist die Frage, welche Netzwerkports offen sind. Das sind im Prinzip, versuchen wir herauszufinden, auf welchen, sag mal, Türen die Maschine Verbindungen entgegennimmt. Dafür wechsle ich einfach direkt auf die Konsole und dann schauen wir uns das an. Wir nutzen einen Netzwerk-Port-Scanner mit dem Namen Nmap. Das starte ich mal und sage dem Nmap auch gleich, gegen welche IP-Adresse es sich richten soll und lasse den Scan durchlaufen. Und wir bekommen jetzt hier auch sehr schnell die Ergebnisse, weil wir nur einen relativ oberflächlichen Scan durchgeführt haben. Wir sehen jetzt hier im unteren Teil, ich markiere es Ihnen mal, vier offene Netzwerkports, wobei uns der erste nicht so sehr interessiert am Anfang. Diese beiden, der zweite und der dritte, Port 139 und Port 445, werden jetzt die ersten sein, mit denen wir uns weiter beschäftigen, denn das wissen wir aus Erfahrung, das ist das Microsoft, die Microsoft Druckerfreigabe, Dateiendruckerfreigabe, SMB, mit der wir, wo wir weiter schauen wollen, was wir dafür weiter Informationen beschaffen können. Und wir sehen aber auch an vierter Stelle Port 1433, wo ein Microsoft SQL Server lauscht. Das können wir uns mal merken für später. Schauen wir jetzt zunächst auf den SMB Server. Auch da wollen wir weiter die Enumeration vorantreiben und schauen, was wir dort für Informationen beschaffen können. Und dafür nutzen wir das Tool SMB Map. Da geben wir dem Tool an, wen wir eigentlich anschauen wollen, welche IP-Adresse. Und wir wollen das als Gast tun, denn wir haben ja noch keine Informationen über das System weiter. Das heißt, wir führen das einfach aus und schauen, was wir zurückbekommen und sehen jetzt hier,
eine Liste von Dateifreigaben, die bereitgestellt werden. Zunächst zwei Dateifreigaben Admin und C, zu denen wir keinen Zugriff haben. Unter Permission steht No Access. Das heißt, das wird uns erstmal nicht weiter relevant sein. Dann haben wir eine weitere Freigabe IPC, wo wir nur lesenden Zugriff haben. Aber unten drunter sehen wir eine Freigabe Users, wo wir lesend und schreibenden Zugriff haben. Das heißt, das ist erstmal das, was uns jetzt als erstes interessiert, weil wir die höchsten Rechte darauf haben. Und das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Dafür verbinde ich mich einmal zu dieser Freigabe. Das war falsch rum. Und Passwort müssen wir in diesem Fall nicht eingeben. Das geht ja auch ohne Passwort, haben wir gerade schon gesehen. Nachdem wir die Verbindung jetzt aufgebaut haben, können wir dann einfach mit dem ganz normalen Dateibrowser schauen, was auf dieser Freigabe los ist. Die habe ich hier offen. Wir sehen hier, dass da zwei Ordner und eine Datei liegen. Und mit ein bisschen Erfahrung weiß man, dass auf Windows-Systemen unter C ein Ordner Users existiert, der ungefähr so aussehen müsste. Es gibt einen Default-User und einen DB-User. Auf deutschen Windows-Systemen heißt er dann natürlich Benutzer. Und jetzt schauen wir einfach mal, was der DB-User, der ein tatsächlich existierender Benutzer ist, denn so für Dateien rumliegen hat. Wir haben also den Zugriff darauf, können mal schauen, was auf dem Desktop rumliegt. Hier ist eine Verknüpfung zu Microsoft Edge, der interessiert uns nicht so sehr. Hier ist ein Desktop in die Datei, auch da dürfte nichts Spannendes drinstehen. Also schauen wir ein bisschen weiter. Hier sind der Ordner Dokumente, da können wir mal reingucken. Auch hier wieder ein Desktop in die Datei, die nicht so spannend ist, aber hier liegt auch eine Datei, die da mailbox-backup.zip heißt. Und das könnte für uns ja tatsächlich interessant sein. Und da wollen wir einfach mal reinschauen. Deshalb wechsle ich jetzt wieder auf die Konsole zurück und kopiere mir die Datei einmal in den lokalen Ordner, damit ich dann direkt darauf arbeiten kann. Und dann haben wir ja gesehen, es ist ein ZIP-Archiv. Das heißt, wir versuchen als erstes, das einfach zu entzippen. Mit dem Befehl unzip können wir sagen Mailbox Backup zip und dann sollte es entzippen, aber in diesem Fall funktioniert es leider nicht so einfach, denn das ZIP-Archiv ist mit einem Passwort geschützt, das heißt, da können wir nicht einfach so dran. Was wir jetzt aber machen können, ist einfach mal einen Passwort-Cracker benutzen und versuchen, das Passwort rauszufinden. Das müssen wir kurz vorbereiten, das mache ich einmal kurz. Und dann können wir mit dem Programm John einen Wörterbuchangriff darauf durchführen. Und ich tippe erstmal den Befehl ein und erkläre es danach. Das sieht richtig aus. Der kann schon mal rechnen im Hintergrund. Und zwar ist es ja so, dass wir keinerlei Informationen über das Passwort haben. Das heißt, die Chance, dass es ein rein zufälliges Passwort ist, ist nicht so hoch. Das heißt, wir gehen davon aus, wir haben die Idee, es könnte ein Passwort sein, was in einer typischen Wortliste steht. Denn häufig benutzte Passwörter werden in Wörterbüchern gesammelt, damit man genau für solche Angriffe sie zur Verfügung hat. Und genau so einen Angriff haben wir jetzt durchgeführt. Das heißt, wir haben im Prinzip alle Passwörter, die in der RockYou-Datenbank stehen, jetzt ausprobiert. Und wir sehen jetzt hier auch das Ergebnis. Hier ist ein Passwort gefunden worden, das da heißt Thunderbird Ausrufezeichen. Und das hat er gefunden. Und wir sehen aber hier unten drunter auch noch weitere Informationen. Eine Zeile tiefer steht zum Beispiel hier diese interessante Zahl 4600 Kilo Passwörter pro Sekunde. Das heißt, er hat 4,6 Millionen Passwörter pro Sekunde ausprobiert und 13 Sekunden lang probieren müssen, bis er dann das richtige Passwort gefunden hat. Das heißt, es sind irgendwie sowas wie 50 Millionen Passwörter, die wir jetzt in der kurzen Zeit probiert haben. Und das sagt uns eben auch, einfache Passwörter können dann doch relativ schnell auch gefunden werden. Gut, mit diesem Passwort können wir jetzt weitermachen und das ZIP-Archiv dann tatsächlich entzippen. Da gebe ich das Passwort einmal ein. Und dann hat er auch das ZIP-Archiv entpackt und eine Datei gefunden, die da mailbox-backup.mbox heißt.
Und Mbox-Dateien sind Dateien, die E-Mail-Postfächer beinhalten. Das heißt, wir schauen uns jetzt einfach mit einem E-Mail-Programm diese Datei an. Dafür nutze ich Matt. Ja, klar. Und jetzt sehen wir auch gleich drei E-Mails, die in diesem Postfach drin sind. Da können wir in die erste einfach mal reingucken. Die ist von einem Mr. Prince. Das scheint der klassische nigerianische Spam zu sein, der uns, der klassische Spam, wo ein nigerianischer Prinz uns ganz viel Geld schenken möchte. Das ist vielleicht in diesem Fall nicht relevant. Dann schauen wir einfach direkt in die zweite E-Mail. Die ist von DB-User. Wir sehen es hier oben. Add Safe Quantum Link. Und mit dem Subject Password Reminder. Und er schreibt hier, er möchte sich selber einen Reminder schicken für sein Windows-Passwort, das hier wohl abgebildet ist. Das könnte also durchaus interessant sein für uns. Das heißt, das kopieren wir uns einfach gleich, um es für die Zukunft zu haben. Schauen wir noch einmal auf die letzte E-Mail. Aber das scheint auch Spam zu sein. Das ist also für uns nicht weiter interessant. Und dann können wir das E-Mail-Programm wieder schließen. Gut, neben dem SMB-Server hatten wir ja vorhin auch einen SQL-Server gesehen. Und den wollen wir uns als nächstes angucken. Dafür habe ich wieder erstmal eine Folie vorbereitet. Worum es jetzt überhaupt gehen soll. Microsoft SQL Datenbank Server sind im Prinzip Server, die für performante Ablage von Informationen geeignet sind. Das heißt, wir könnten hier möglicherweise vertrauliche Informationen finden, die wir dann weiter benutzen können oder die auch an sich schon einen Wert darstellen. An dem Microsoft SQL Server gibt es noch eine Besonderheit. Und zwar gibt es die Möglichkeit, Befehle aus diesem SQL Server heraus auszuführen auf dem Zielsystem. Das ist in Spezialfällen ganz nützlich, wenn man eine starke Integration des Datenbankservers mit dem Betriebssystem braucht. Aber es ist vor allen Dingen sehr gefährlich. Denn dadurch können wir jetzt, wenn wir uns tatsächlich damit hin verbinden könnten, aus dem Datenbankserver raus Befehle auf dem System ausführen, und zwar beliebige Befehle. Das heißt, wir können Code ausführen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an, was wir auf diesem Datenbankserver so finden. Wechseln wir wieder zurück auf das Terminal und dann verbinde ich mich einfach mit dem Datenbankserver. Dafür gibt es ein vorgefertigtes Programm, das rufe ich einfach kurz auf. So, dann möchte dieses Tool natürlich wissen, mit welchen Daten es sich verbinden soll. Und da geben wir an DB-User, das war ja der Nutzer, den wir identifiziert hatten, auf dem System, sowohl über den Share wie auch in der E-Mail stand ja dieser Nutzername drin. Und dann haben wir in der E-Mail ja gerade das Passwort gefunden, was wohl für die Windows-Anmeldung funktioniert. Und das wollen wir jetzt einfach hier auch direkt probieren, ob das funktioniert. Das heißt, ich füge dieses Passwort ein. Und dann müssen wir noch angeben, mit wem wir uns eigentlich verbinden wollen, mit welchem Server. Das kennen wir schon. Und dann schauen wir mal, ob wir darauf zugreifen können. Das sieht ganz gut aus. Wir haben tatsächlich eine Verbindung zum SQL-Server aufgebaut. Wir sehen es hier, er begrüßt uns. Und jetzt können wir hier auf dem Server uns bewegen. Und das Erste, was wir festgestellt haben, ist, dass wir schauen wollen, ob es vertrauliche Informationen auf dem Server gibt, die wir weiter benutzen können. Das heißt, wir listen uns jetzt erstmal auf, was für Datenbanken existieren. Das geht in SQL mit diesem Befehl. Und wenn wir den ausführen, dann sollte er uns zurückgeben, welche Datenbanken er alle hinterlegt hat auf diesem Server. Wir sehen hier vier Datenbanken: Master, TempDB, Model, MSDB. Das klingt alles nicht so sehr spannend, deshalb würde ich einfach direkt weitergehen und schauen, ob wir aus diesem Server Befehle ausführen können, so wie ich es vorhin gesagt hatte. Dafür müssen wir diese XP Command Shell zuerst aktivieren. Und das scheint in diesem Fall tatsächlich zu funktionieren. Da haben wir also Glück gehabt. Jetzt müsst ihr dem Server noch sagen, dass er es auch übernehmen soll. Das scheint funktioniert zu haben. Und jetzt können wir tatsächlich Befehle ausprobieren. Zum Beispiel mal einen Befehl, der uns einfach mal ein Verzeichnis, den Inhalt eines Verzeichnisses ausgeben sollte. Nur um zu testen, ob es überhaupt funktioniert. Den schicke ich mal ab. Das sieht auch ganz gut aus. Da kam zügig eine Antwort.
Und wir sehen hier, da sind irgendwie Dateien, die er uns aufgelistet hat. Das heißt aber vor allen Dingen, wir können Befehle ausführen. Aber was wir jetzt auch gesehen haben bei der Gelegenheit, ist es irgendwie nicht so angenehm. Wenn wir den Befehl ausführen wollen, müssen wir immer XP Command Shell davor schreiben. Das ist irgendwie unpraktisch. Und wir bekommen die Rückgaben auch innerhalb in diesem Kontext. Und das macht keinen Spaß für die weitere Arbeit. Deshalb wollen wir uns jetzt überlegen, wie wir diesen Zugang noch verbessern können. Auch dafür habe ich erstmal eine Folie vorbereitet. Und zwar wollen wir uns Reverse Shells angucken. Das Ziel ist ja, dass wir beliebigen Code auf dem Server ausführen können. Das können wir jetzt schon so ein bisschen, aber es ist noch alles nicht so schön. Und normalerweise ist es so, dass Server Shells anbieten, zum Beispiel Remote Desktop, das kennen Sie aus der Windows-Welt, oder SSH für die Linux-Nutzer unter uns, um sich mit einem System zu verbinden und dort Code auszuführen. Das geht in diesem Fall nicht. Der Server bietet ja keinen Remote Desktop zum Beispiel an. Das heißt, die Chance haben wir nicht. Wir können aber jetzt einen Trick benutzen und versuchen, eine Reverse Shell aufzubauen. Das würde dann so funktionieren, da der Server uns eben nicht die Möglichkeit anbietet, dass wir uns zum Server verbinden, können wir den Server austricksen, dass der Server sich zu uns verbindet und darüber beliebige Befehle annimmt. Das ist ein beliebter Trick, der bei Pentests häufig genutzt wird, wenn man irgendwie Chance hat, irgendwas auszuführen, aber das ist einfach ein sehr unschöner Zugang ist, um damit weiterzuarbeiten, dass man so eine Reverse Shell aufbaut, um dann ganz normal auf dem System weiterarbeiten zu können. Und das wollen wir auch hier probieren. Ich wechsle also zurück aufs Terminal und das Erste, was ich mache, ist, damit diese Verbindung zum SQL-Server bestehen bleibt, ich splitte das Terminal. Wir sehen jetzt im oberen Bereich weiterhin den SQL-Server und im unteren Bereich, den habe ich neu aufgemacht, sehen Sie meine normale Befehlszeile. Und jetzt kann ich erstmal ein Programm auf den Server kopieren. Sie erinnern sich, wir hatten vorhin auf diesem Windows-Share auch Schreibberechtigung und da wollen wir jetzt einfach ein Programm hin kopieren, das uns hilft, diese Reverse-Shell aufzubauen. Das sieht ganz gut aus. Netterweise, dieses Kali Linux, das ich vorhin vorgestellt hatte, bietet ja viele Werkzeuge für Angreifer und für Penetration-Tester und bietet eben auch Programme, die man für solche Sachen nutzen kann. Das heißt, da hat man direkt die Chance, das zu übertragen. Jetzt hatte ich gesagt, wir können uns nicht von uns zum Server verbinden, aber der Server soll sich zu uns verbinden. Und dafür ist natürlich notwendig, dass wir auch hören, ob der Server sich zu uns verbindet. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich starte ein Programm, das dann hört, ob der Server sich verbindet. Ich starte einen Listener auf Port 8080. Und der wartet jetzt darauf, dass sich der Server zu uns verbindet. Und das müssen wir jetzt eben noch auslösen. Dafür wechsle ich wieder in die obere, in den oberen Teil der Kommandozeile, in die obere Kommandozeile, so rum, und führe jetzt den Befehl aus, damit der Server sich zu uns verbindet. Das machen wir wieder über diese nicht ganz so schöne XP-Command-Shell. Und zwar wollen wir eben das, was wir hochgeladen haben, ausführen. Das haben wir nach C-Users nc.exe geladen, dann wollen wir bitte eine Kommandozeile bekommen, denn damit können wir weiterarbeiten und wir müssen dem System natürlich auch noch sagen, wo es sich hin verbinden soll. Und das ist jetzt die IP-Adresse des Angreifersystems und der richtige Port. Und dann schauen wir mal, ob das soweit funktioniert. Wenn ich das abschicke, da hat sich, sehen Sie, im oberen Fenster nicht so viel getan, aber im unteren Fenster, dafür sehen Sie, hat sich ein Windows bei uns gemeldet. Und wir haben jetzt hier eine Kommandozeile. Ich wechsle wieder ins untere Fenster und dann kann ich das auch noch, damit Sie es besser sehen können, hervorheben. Jetzt sehen Sie im unteren Teil des Fensters in Blau, das ist die Kommandozeile, die uns im Prinzip vom Windows-System angeboten wird, auf der wir jetzt beliebige Befehle ausführen können. Das Erste, was wir machen, wir schauen mal, mit welchem Nutzer wir eigentlich verbunden sind. Who am I? So rum. Und wir sehen jetzt, wir sind auf Safe Quantum Link, so scheint die Maschine zu heißen. Und der Nutzer ist Jack. Und wir sehen aber auch, Jack ist irgendwie nicht der klassische Name für einen Administrator-Benutzer. Das heißt, wir haben wahrscheinlich eingeschränkte Rechte. Und das hatte Dr. Baumgart ja vorhin auch schon anmoderiert, dass das nicht das Ziel ist und dass man dann noch die Privilege Escalation hinten dranhängen möchte.
Und dafür würde ich jetzt an den Kollegen Hackenjost übergeben, der Ihnen die Privilege Escalation vorstellt. Ja, vielen Dank. Ich wechsle dazu gerade nochmal auf die Folien. Genau, wir sind jetzt in der nächsten Phase. Das heißt, wir haben jetzt Zugriff auf das System und wir wollen jetzt noch vollen Zugriff erhalten. Das heißt, irgendwie mit Administratorrechten auf dem System agieren können. Und um das zu erreichen, das Vorgehen da teilt sich auch nochmal auf. Zuerst sammelt man auch Informationen, ähnliche wie der Kollege das jetzt gerade übers Netzwerk gemacht hat. Nur sammeln wir jetzt direkt auf dem System Informationen. Das heißt, wir haben auch viel mehr Quellen, die wir da anzapfen können, können zum Beispiel auch installierte Software und ähnliches abfragen. Und in diesen ganzen Informationen, also welches Betriebssystem genau zum Einsatz kommt, in welcher Version, die Software, Konfiguration und so weiter, suchen wir dann nach Schwachstellen und würden die dann im nächsten Schritt, sofern wir welche finden, ausnutzen, um dann eben mit höheren Rechten auf dem System agieren zu können. Und das wollen wir jetzt eben gleich mal praktisch machen. Ich wechsle dazu mal wieder zurück in die Konsole und ich wechsle hier dieses Fenster mal in auf ja oder vergrößere das mal und agiere jetzt hier auch wieder auf dem Windows-System, so wie der Kollege vorher. Und fange jetzt mal an, Informationen auszulesen. Ich beginne damit, einfach mal abzufragen, um welche Betriebssystemversion es sich genau handelt. Dazu gibt es eben dieses Kommando System-Info. Das dauert auch eine Weile, aber da schauen wir dann gleich mal rein, um was es sich handelt und was wir daraus ziehen können. So, das Kommando war erfolgreich. Ich scroll gerade mal ein bisschen nach oben in der langen Ausgabe. Und hier können wir jetzt nochmal sehen, um welche Betriebssystemversion es sich genau handelt. Also es ist eben ein Windows 10 Betriebssystem. Und wir sehen auch die Bildnummer 18363. Damit kann man wiederum ableiten, um welche genaue Betriebssystemversion es sich handelt. Also hier handelt es sich jetzt um Windows 10 1909. Ebenfalls interessant an der Ausgabe hier ist diese Ausgabe von Hotfixes. Das heißt, hier kann man auch sehen, welche Patches jetzt zusätzlich installiert wurden. Und wenn man jetzt Schwachstellen gefunden hat im System, dann könnte man damit relativ einfach prüfen, ob vielleicht die Gegenmaßnahme, also der Patch, dazu schon installiert ist. So, ich führe schon mal schnell das nächste Kommando aus, weil das auch eine Weile braucht. Und zwar fragt das Kommando jetzt die installierte Software auf dem System ab. Das ist immer ein ganz wichtiger Schritt, weil es halt auch häufig auch der Fall ist, dass zusätzlich installierte Software einfach Schwachstellen enthält, die auch dazu genutzt werden kann, um dann eben vollständige Rechte auf dem System zu erhalten. In einem richtigen Penetration-Test würde man das jetzt eigentlich nicht manuell machen, sondern da gibt es fertige Tools, die man einfach ausführt, die diese ganzen Informationen abfragen und dann eben auch strukturiert darstellen. Und dann kann man relativ schnell auch Sachen finden, die sich vielleicht auch lohnen, genauer anzugucken. So, wir sehen, es gab eine Rückgabe. Das heißt, hier sehen wir jetzt die Software, die auf dem System installiert ist. Viele dieser Dinge hier sehen jetzt nicht super interessant aus. Also wir haben ja vorher schon gesehen, es läuft ein SQL-Server. Da haben wir auch schon unsere Shell darüber aufgebaut. Und viele der Einträge hier hängen einfach mit dem SQL-Server zusammen. Mir fällt jetzt aktuell aber hier noch ein Eintrag ins Auge, und zwar wurde hier wohl eine zusätzliche Software installiert von HP. Das heißt, das könnte so ein potenzieller Kandidat sein, wo es sich auch mal lohnen könnte, drauf zu schauen. Und wie gesagt, der Rest sieht nicht super interessant aus. Sehr viel, es hat alles sehr viel mit dem SQL-Server zu tun. So, ich wechsle mal wieder rüber auf unser Angreifersystem. Wir haben jetzt schon ein paar Informationen rausgefunden. Und im nächsten Schritt suche ich jetzt mal nach bekannten Schwachstellen in dieser Software, die wir gesehen haben. Also zuerst mal suche ich nach Schwachstellen im Betriebssystem selbst, also ob es in der Windows-Version bekannte Schwachstellen gibt. Und da finden wir auch direkt mehrere Einträge, zum Beispiel hier diese SMB-Ghost-Schwachstelle. Das heißt, das System ist potenziell anfällig. Um das jetzt aber zu verifizieren, müssten wir jetzt da mal genauer reingucken in die Beschreibung und schauen, mit welchem Patch diese Schwachstelle behoben wurde und ob dieser Patch installiert wurde auf dem System.
Das wollen wir jetzt hier aber nicht machen. Also wir gucken erstmal noch weiter. Wir erinnern uns, wir hatten vorher noch diese andere Software gefunden von HP und wir schauen mal, ob es dazu auch bekannte Schwachstellen vielleicht gibt. Okay, da haben wir direkt auch eine Ausgabe mit mehreren Einträgen. Zum Beispiel, das hier sieht ganz interessant aus, HP System Event. Da gibt es irgendwie in einem Dienst eine Schwachstelle. Die Überschrift ist jetzt noch nicht so besonders aussagekräftig, deswegen können wir uns die Beschreibung auch genauer anzeigen lassen, indem wir einfach die Nummer angeben, die hier auf der anderen Seite, auf der rechten Seite dargestellt wurde. So, das ist jetzt hier die Beschreibung der Schwachstelle. Es ist jetzt, wenn man das erstmal sieht, recht unübersichtlich. Deswegen habe ich das mal noch auf einer Folie ein bisschen anschaulicher dargestellt. Ja, also ich will nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben jetzt eine Software gefunden und diese Software enthält irgendwie eine bekannte Schwachstelle. Auf der rechten Seite habe ich jetzt mal einen Ausschnitt aus dieser Schwachstellenbeschreibung mit draufgepackt. Und auf die Details der Schwachstelle möchte ich jetzt gar nicht genauer eingehen, aber worauf ich hinweisen möchte, sind zwei Sachen. Zum einen handelt es sich hier um einen Dienst, der von der Software erstellt wird, also ein Dienst, der im Hintergrund läuft. Und dieser Dienst, das kann man eben hier in der Beschreibung sehen, läuft mit Systemrechten, also mit Administratorrechten, wenn man so will. Das sieht man an diesem Local System. Ein Dienst, der mit vollständigen Rechten läuft, wenn man den irgendwie manipulieren kann, dann erhält man als Angreifer eben auch diese Rechte des Dienstes oder mit denen der Dienst ausgeführt wird. Und letztlich, wie gesagt, die Schwachstelle möchte ich nicht genau erklären, aber wozu sie letztlich führt, ist, dass ein Angreifer, der im Pfad C auf dem Zielsystem eine Datei namens Programm.exe ablegen kann, dass diese Datei vom Dienst ausgeführt wird. Und das heißt, daraus können wir jetzt irgendwie so ein Vorgehen ableiten. Also das heißt, wie könnten wir das Ganze jetzt ausnutzen? Naja, ähnlich wie der Kollege vorher, können wir eine Reverse Shell verwenden, also wieder ein Programm hochladen und das jetzt aber in dem Pfad cprogramm.exe ablegen. Wenn wir dann den Dienst neu starten, dann würde der Dienst eben diese Datei, dieses Programm ausführen und nicht mehr die ursprüngliche HP-Software, die in dem Programmordner lag von HP. Und dieses Programm würde sich dann wieder zu unserem Angreifersystem verbinden und eine Shell anbieten. Nur in diesem Fall würde diese Shell eben mit Administratorrechten laufen. Das heißt, wir hätten eben vollen Zugriff auf das System. Und das Ganze wollen wir jetzt mal ausprobieren, ob das auch wirklich so funktioniert. So, ich bin jetzt hier wieder auf dem Angreifersystem in der Shell und der erste Schritt ist jetzt überhaupt mal die Reverse Shell hochzuladen. Wir müssen jetzt da eine andere Reverse Shell hochladen, als der Kollege vorher benutzt hat, weil wir hier jetzt nicht die Möglichkeit haben, Parameter an das Programm zu übergeben. Ich sehe gerade, ich muss noch den Ordner wechseln. Da habe ich die Datei im Ordner Payload. Und jetzt lade ich diese Datei, met.exe habe ich die genannt, auf den Share hoch. Das dauert jetzt etwas. Und sobald die Datei dann hochgeladen ist, so das sieht so aus, als wäre es erfolgreich gewesen, wechseln wir wieder rüber auf das System, was wir jetzt ja gerade angreifen. Wir erinnern uns nochmal, die Dateien, die über den Share hochgeladen werden, liegen im Benutzerordner. Das heißt, ich wechsle jetzt gerade mal dahin und schaue mal, ob das Hochladen erfolgreich war. Das sieht so aus. Also wir haben hier die Datei met.exe und ich versuche die auch gleich mal auszuführen. Okay, jetzt sehen wir hier irgendwie eine Fehlermeldung. Das heißt, es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich schaue nochmal. Die Datei ist jetzt irgendwie verschwunden. Das ist jetzt natürlich erstmal seltsam, wenn man sich aber mal ein bisschen so zurückerinnert, was wir hier eigentlich machen. Also wir haben irgendwie Software hochgeladen, die Zugriff auf das System erhalten soll oder uns geben soll. Naja, vielleicht hat es ja mit der Antiviren-Software zu tun.
Und an dieser Stelle möchte ich noch einen ganz kleinen Exkurs machen, nämlich dazu, wie so Antivirensoftware oft Viren erkennt. Ein Standardverfahren ist da nämlich die signaturbasierte Virenerkennung. Und das funktioniert eben so, dass sobald so ein Virus das erste Mal entdeckt wurde, also ein Computervirus jetzt in dem Fall natürlich, dann würde derjenige, der das analysiert, sich anschauen, welche markanten Ausschnitte es in diesem Virus gibt. Insbesondere sollten das eben Ausschnitte sein, die in normaler Software nicht vorkommen, damit es da eben keine Verwechslung gibt. Und mit diesen markanten Ausschnitten kann dann eine Antivirensoftware auf einem anderen System dieses Virus wiedererkennen und dann entsprechend auch, bevor es zur Ausführung kommt, löschen oder in Quarantäne verschieben. Das Problem mit dieser Vorgehensweise ist jedoch, dass sich diese Erkennung recht einfach umgehen lässt, indem man eben das Virus so anpasst, dass diese markanten Ausschnitte eben nicht mehr auftreten. Und das geht relativ einfach, auch ohne die Funktionalität zu ändern. Also wir wollen ja, dass danach das Virus immer noch das Gleiche tut, nur halt anders aussieht. Aus dem Grund empfehlen wir auch, sich nicht vollständig auf seine Antivirensoftware zu verlassen. Insbesondere auch aus dem Grund, dass man sich ja auch überlegen muss, wie dieses Virus überhaupt erstmal auf den Rechner kam. Weil wenn es da eben eine Schwachstelle gibt, über die diese Datei reinkam, dann könnte ja potenziell auch weitere Schadsoftware auf das System gelangen und diese würde potenziell vielleicht nicht erkannt werden von der Antivirensoftware und dann hat man eben ein großes Problem. Ich möchte dazu noch kurz eine Zahl nennen, und zwar das BSI, Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, veröffentlicht immer einen Lagebericht der Lage der IT-Sicherheit in Deutschland. Und im Bericht von Jahr 2020 haben sie die Zahl von 322.000 Schädlingsvarianten pro Tag genannt, die eben genutzt werden bei Angriffen. Und anhand dieser Zahl sieht man schon, dass es natürlich auch eine Riesenherausforderung ist für Antivirensoftware, da für alle Varianten dann auch wirklich Signaturen zu erstellen, damit diese dann auf anderen Systemen erkannt werden können. Ich habe jetzt gerade schon gesagt, man kann das relativ einfach umgehen, diese Erkennung. Und das Ganze wollen wir jetzt in der Praxis auch nochmal ausprobieren. Ich wechsle dazu nochmal zurück auf mein Angreifersystem. Und ich habe hier in diesem Ordner eine Datei vorbereitet. Das ist ein ganz einfaches Programm. Es besteht im Wesentlichen aus einer Zeile Code. Und was es tut, ist eben, dass es das Programm, was mein Kollege vorher hochgeladen hat und für die Reverse Shell verwendet hat, dass es dieses aufruft und eben einfach die entsprechenden Parameter, die wir benötigen, damit sich das System zu uns zurückverbindet und uns Zugriff auf die Shell gewährt, mit übergibt. Dieses Programm kann ich jetzt einmal in Maschinencode übersetzen, sodass es dann auch von einem Computer ausgeführt werden kann. Und das Ganze kopiere ich jetzt mal rüber über den Share auf das Zielsystem. Okay, das scheint schon mal funktioniert zu haben. Ich wechsle jetzt wieder rüber auf das Zielsystem. Wir sind jetzt hier immer noch in dem Benutzerordner. Das heißt, ich schaue einfach mal, ob die Datei ankam und wir sehen schon hier, die Datei rsh.exe liegt hier auf dem System. Das heißt, es war schon mal anscheinend erfolgreich. So, wir erinnern uns nochmal zurück. Was wollten wir eigentlich machen? Wir wollten uns vollständige Systemrechte verschaffen und wir hatten diese Software gefunden, die eben eine bekannte Schwachstelle enthalten hat. Und diese Schwachstelle können wir jetzt eben ausnutzen, indem wir dieses Programm, was ich jetzt hochgeladen habe, an den Pfad c-programm.exe kopieren. Und das mache ich mal ganz kurz. Okay, das war erfolgreich, sehr schön. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Schritt beziehungsweise zwei Schritte. Zum einen wechsle ich jetzt oder teile ich dieses Fenster auch nochmal auf. Hier unten habe ich jetzt nochmal eine Kommandozeile auf dem Angreifersystem aufgemacht. Wir müssen nämlich noch einen Listener starten, damit wir eben diese Verbindung, die vom Zielsystem ausgeht, sobald wir den Dienst dann neu starten, auch angenommen wird.
Dazu muss ich dann auf den Port 4444 horchen. Das habe ich jetzt hier unten mal gestartet auf dem Angreifersystem. Und ich wechsle jetzt gerade mal wieder hoch auf das angegriffene System und versuche jetzt mal den Dienst neu zu starten. So, und da sehen wir jetzt, wir kriegen wieder eine Fehlermeldung. Wir haben gar keine Berechtigung, um überhaupt den Dienst neu zu starten. Das heißt, auf diesem ganz einfachen Wege können wir jetzt die Schwachstelle nicht ausnutzen. Es gibt jedoch, wenn man sich mit der Thematik schon ein bisschen beschäftigt hat, dann weiß man, es gibt auch ein bisschen kreativere Wege, wie man den ganzen Dienst neu starten kann. Naja, zum Beispiel dadurch, dass man einfach das ganze System neu startet, sofern man dazu die Berechtigung hat. Und das will ich jetzt gerade mal kurz ausprobieren. Okay, scheinbar haben wir die Berechtigung dazu. Das Kommando lief erfolgreich durch. Und ich schaue gerade mal, ob das System noch antwortet. Okay, aktuell antwortet das System noch. Das heißt, wahrscheinlich ist es jetzt gerade dabei, den Neustart durchzuführen. Aber unsere Verbindung ist noch nicht abgebrochen. Was wir jetzt grundsätzlich erwarten, ist, dass wir eben auf der unteren Seite des Terminals, also hier, eine eingehende Verbindung sehen. Und zwar nämlich, wenn das System wieder startet, dann wird auch dieser Dienst gestartet. Und wir erinnern uns, dieser Dienst läuft mit Administratorrechten, führt unsere Datei aus, die wir unter C Programm.exe abgelegt haben. Und die verbindet sich zu uns. Und wir sehen jetzt gerade auf der unteren Seite auch schon, die Verbindung kam erfolgreich rein. So, ich färbe das mal noch ganz kurz ein, weil wir uns jetzt hier auch wieder auf dem Zielsystem befinden. So. Genau, also wir haben jetzt hier eine weitere Shell auf dem Betriebssystem und wir können jetzt mal gucken, welche Berechtigungen wir da eben haben, weil das Ziel von dem Ganzen war jetzt ja eben, Administratorrechte zu bekommen. Und wir sehen jetzt hier, wir haben die Berechtigung des Benutzers NT Authority System und das bedeutet so viel wie wir haben vollständige Rechte auf dem System. Das heißt, wir dürfen Benutzerordner von anderen Benutzern anzeigen. Wir können alle Systemkonfigurationen lesen. Und das heißt, wir haben jetzt hier das Ziel dieser Phase erreicht. Ich wechsle dazu gerade mal noch in den Benutzerordner. Und wir können hier eben sehen, es gab ja nicht nur den Benutzer Jack, dessen Berechtigung wir vorher hatten, sondern wir können jetzt beispielsweise auch in den Benutzer Ordner von John wechseln und sehen, wir können uns auch hier die Ordner und Dateien anzeigen lassen und diese auch auslesen. Das heißt, das Ziel, was wir hatten, in dieser Phase, unsere Rechte auszuweiten, das haben wir erfolgreich, das haben wir erreicht. Und damit übergebe ich jetzt an den Kollegen. Ich sehe gerade, ja, wir sind, glaube ich, ganz gut in der Zeit. Das heißt, der wird Ihnen noch zeigen, wie schnell dieser ganze Prozess, den wir jetzt an dieser ersten Maschine gezeigt haben, wie schnell der gehen kann, wenn man stark veraltete Software einsetzt. Genau, vielen Dank. Ich mache mir gerade nur schnell ein neues Konsolenfenster auf. Genau. Wir haben jetzt gesehen, in dieser Umgebung gibt es noch mehr Maschinen. Und dann machen wir einfach nochmal so einen Nmap-Scan wie ganz am Anfang. Und mit dem Parameter minus O können wir eben auch herausfinden, welches Betriebssystem auf den einzelnen Systemen läuft. Das Ganze funktioniert so, wir machen wieder diesen ganzen Scan und sehen wieder hier oben unsere offenen Ports. Und anhand dieser Ports und wie diese Ports antworten auf bestimmte Anfragen, kann man erraten, welches System darauf läuft. Und wir haben hier jetzt ein Windows XP-System. Windows XP ist total veraltet und bekommt auch schon länger keine Sicherheitspatches mehr. Und es gibt einfach bekannte Sicherheitslücken. Und wir probieren das jetzt hier einfach mal mit Eternal Blue aus. Eternal Blue ist so eine ganz prominente Sicherheitslücke, die sehr lange ja, ausgenutzt wurde. Dabei handelt es sich einfach um einen Fehler in dieser SMB-Implementierung, also in dieser Windows-Drucker- und Dateifreigabe. Und das Ganze erlaubt eben diese Remote Code Execution, wie wir sie gerade schon gesehen haben,
Zusätzlich ist dadurch, dass es SMB als Systemdienst läuft, sparen wir uns die Privilege Escalation und haben dann direkt Root-Rechte. Das betrifft eigentlich alle Windows-Versionen von 95 bis Windows 10. Und gepatcht wurde das von Microsoft in 2017. Es ist aber bekannt, dass die NSA mindestens über 5 Jahre diese Lücke gekannt hat und ausgenutzt hat. Das heißt, zu dieser Zeit von 2012 bis 2017 war Windows XP so das verbreitetste Betriebssystem. Deswegen ist es einfach auch die Lücke, die direkt mit XP in Verbindung gebracht wird. Und wir hatten jetzt eingangs diesen Erpressungstrojaner gesehen, diese Ransomware, und eben gerade diese Ransomware WannaCrypt hat eben genau diese Sicherheitslücke verwendet. Nachdem der Patch veröffentlicht wurde, wurde auch diese Sicherheitsschwachstelle veröffentlicht und dieser Erpressungstrojaner hat das einfach ausgenutzt, dass diese Lücke veröffentlicht wurde und die Leute einfach diese Patches nicht installiert haben. Genau. Und jetzt das Ganze mal in der Praxis. Ich habe da einfach mal so ein Skript vorbereitet, damit wir jetzt nicht nochmal diese ganzen IP-Adressen abtippen müssen und das Ganze nochmal schneller läuft. Das gehe ich gleich drauf ein. Ich starte das einfach mal. Das läuft ein paar Sekunden. Genau. Also im Endeffekt sehen wir einfach nur, dass der richtige Exploit und Payload ausgewählt wird und dann die IP-Adressen gesetzt wird und gestartet wird. Das Ganze passiert jetzt automatisch und dieses ganze Framework nennt sich Metasploit. Das ist einfach so dieses Hacker-Tool, das so standardmäßig benutzt wird, weil man da einfach viele Sachen automatisieren kann und die ganzen Exploits schon im Hintergrund laufen. Und wir sehen schon, er hat jetzt hier so ein bisschen Debugging-Ausgabe und es hat funktioniert. Und wir haben jetzt hier das System angegriffen. Wir sind jetzt eigentlich schon fertig mit dem ganzen Exploit. Ich kann das mal mit GetUID. Wir sehen jetzt, wir sind jetzt auch wieder System oder NT Authority System. Das heißt wieder der privilegierte Nutzer und können eben alles machen. Es gibt dann eben nochmal so schöne Skripte wie AddUser. Können wir uns natürlich auch gleich mal noch einen eigenen Benutzer anlegen, weil wir können ja schließlich alles auf diesem System machen. In dem Fall legen wir uns einfach den Benutzer mit dem Passwort Passwort an, also den Benutzer-Hacker mit dem Passwort Passwort und müssen natürlich diesen neuen Benutzer, der ist nur ein standardmäßiger Benutzer, natürlich der Administratorengruppe hinzufügen. Und was wir jetzt machen können, ist, wir können das jetzt einfach benutzen, um uns zum Beispiel über Remote Desktop einzuloggen. Dafür mache ich nochmal ein neues Fenster auf und kann da hier einfach nochmal den Befehl von gerade eingeben. Also nichts Spektakuläres. Der Befehl ist einfach nur Remote Desktop, unser Benutzername, Passwort und die IP-Adresse. Und jetzt sehen wir schon, wir sind auf dem System angemeldet, Remote Desktop, haben unser Hacker-Account. Ich mache das mal nochmal groß, genau. Standard Windows XP, wie man es kennt. Und können jetzt eben alles auf dem System machen, was wir wollen. Und das war es eigentlich auch schon so schnell. Ist eben so ein System einfach gehackt, wenn eben die System-Updates nicht installiert werden. Und für Windows XP werden eben keine Updates mehr angeboten. Was wir jetzt hier gesehen haben, war wirklich Windows XP mit der aktuellsten Sicherheitspatch. Und dafür ist es immer noch anfällig. Genau, soweit zu den Penetration-Tests. Am Ende von jedem Test kommt dann eben auch so ein Report. Das bringt nämlich einem Unternehmen nichts, wenn man eben sagt, wir haben jetzt Sicherheitslücken gefunden, das System ist unsicher, sondern das Unternehmen möchte natürlich auch wissen, um was für Sicherheitslücken es sich handelt. Es gibt ja jetzt keine so eindeutige Vorlage, aber im Endeffekt teilt sich das meistens in so zwei größere Teile auf. Das erste ist so eine oberflächliche Zusammenfassung für das Management. Eben was ist passiert und welche Dienste wurden angegriffen. Für die Techniker ist natürlich viel relevanter so eine exemplarische Vorgehensweise, welche Befehle wurden eingegeben, welche Systeme wurden angegriffen und deswegen kriegen die eben so eine detaillierte Anleitung, mit dem normalerweise die Leute aus dem Management jetzt nicht so viel anfangen können. Wichtig ist dann eben auch natürlich noch aufzuzeigen, wie groß denn diese Auswirkungen der Sicherheitsanfälligkeit ist. Das ist sowohl für den Manager als auch für die Techniker interessant, fürs Management, damit die halt eben auch einsehen können, wie gefährlich so eine Lücke ist. Und das Wichtigste ist natürlich auch, welche Optionen bestehen denn zur Behebung der Sicherheitslücken.
Ist es denn einfach irgendwie so Standardsoftware von Microsoft, wo es ein Patch gibt? Da muss natürlich dieser Patch installiert werden oder einfach Software-Updates installiert werden. Oder es kann auch sein, dass eben so eine selbstgeschriebene Software ist. Da muss natürlich eine Anleitung gegeben werden, welche Programmierfehler gemacht wurden in dieser Software und ja, wie man einfach, wie man die Patches machen, schreiben muss, damit eben diese Sicherheitslücken behoben sind oder ob man eben den Rat gibt, ja, die Sicherheit, die Lücke ist nur eine von vielen und die ganze Software ist unsicher, vielleicht einfach das ganze Programm deaktivieren und neu machen. Soweit auch schon von meiner Seite zu einer kurzen Pentest von einer XP-Maschine und eben wie so ein Report aussieht. Und dann gebe ich zurück an Dr. Ingmar Baumgart, der nochmal so eine kurze Zusammenfassung gibt. Vielen Dank, Matthias, beziehungsweise auch vielen Dank an alle, die jetzt hier live die Maschinen gehackt haben, beziehungsweise auch an Julian Herr, der die Technik im Hintergrund betreut hat. Das hat ja wunderbar funktioniert. Das ist bei Live-Demos ja keine Selbstverständlichkeit, dass das so wie am Schnürchen geht und wir auch so gut in der Zeit liegen. Also da nochmal ganz herzlichen Dank. Ich darf jetzt zum Schluss nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir hier gesehen haben. Letztendlich haben wir jetzt mal gezeigt, wie exemplarisch so ein Pentest aussehen kann und haben uns zwei Maschinen angeguckt. Bei beiden Maschinen konnten wir jetzt relativ schnell vollen Zugriff erlangen. Bei der XP-Maschine haben wir gesehen, das war jetzt eine Sache von wenigen Sekunden, die komplett zu übernehmen. Bei der ersten Maschine war es etwas aufwendiger. Und ich hoffe, wir konnten hier so einen kleinen Einblick geben, einerseits wie so ein Pentest aussieht, andererseits aber auch, welche Schwachstellen denn ausgenutzt wurden. Und ich fasse es hier nochmal so ganz kurz zusammen, was aus unserer Sicht auch ganz typische Schwachstellen sind, die immer wieder vorkommen. Das eine sind unzureichende Passwörter. Das heißt, entweder Standardpasswörter, sowas wie Admin, Admin, die gegebenenfalls immer noch bei Software oft standardmäßig vorkonfiguriert ist. Und wenn man die nicht richtig konfiguriert nach der Installation, gegebenenfalls eine Datenbank oder ähnliches oder einen Webdienst mit Standardpasswörtern weiterbetrieben wird, ohne dass man es vielleicht genau weiß, oder man denkt sich, es ist jetzt mir zu aufwendig, wer soll da schon was wollen, ist das ein Standardeinfallstor. Und genauso auch schwache Passwörter. Niklas hat es vorhin gezeigt, am Beispiel von dem Backup, ein ZIP-Archiv, das zwar passwortgeschützt war und das Passwort vielleicht auf den ersten Blick auch gar nicht so schlecht war, mit mehr als 8 Zeichen und ein Sonderzeichen, kein Standardwort aus dem Wörterbuch, und doch hat es nur wenige Sekunden gedauert, dieses Passwort zu brechen. Also auch hier wirklich der Rat, je nachdem, um was es sich handelt, insbesondere darauf zu achten, dass Passwörter entsprechend lang sind, dass so ein Brute Force-Angriff nicht so leicht möglich ist. Ganz großes Problem, wie wir auch gesehen haben, ist veraltete Software, also entweder veraltete Anwendungssoftware, veraltete Treiber oder ein veraltetes Betriebssystem. Wenn hier entsprechend Patches nicht eingespielt werden oder Patches nicht mehr verfügbar sind, ist es ein leichtes, diese Systeme zu übernehmen. Und gerade auch sowas wie veraltete Software, die man mal installiert hat, aber gar nicht mehr benötigt, die dann aber über Jahre noch auf dem Rechner ist, nicht mehr geupdatet wird, kann hier schnell zum Fallstrick werden. Genauso auch Treiber, die oft mit Administratorrechten laufen, wenn die nicht rechtzeitig gepatcht werden. Und oft geht es da um Stunden, bevor irgendwie so ein Angriff, wenn die Lücke bekannt wird, weltweit ausgerollt wird. Ist es einfach essentiell, dass diese Systeme so schnell wie möglich gepatcht werden. Ich habe vorhin gesagt, Backups sind extrem wichtig, aber natürlich enthalten Backups auch oft sehr sensible Daten. Das haben wir in dem Beispiel auch gesehen. Das heißt, wenn man Backups anlegt, sollte man sich natürlich auch da Gedanken drüber machen, die entsprechend mit einem guten Passwort zu schützen, dass, wenn die in die Hände des Angreifers gelangen, nicht dort auch gegebenenfalls relevante Informationen abgegriffen werden können. Und dann ist natürlich der Punkt, dass ein Angreifer in aller Regel versuchen wird, über das Internet drauf zuzugreifen, auf die eigene Unternehmensinfrastruktur. Das heißt, alle Dienste, die jetzt mal über das Internet öffentlich verfügbar sind, also beispielsweise irgendein Datenbankserver, der von außen erreichbar ist, sind ein potenziell hohes Risiko.
Und wenn ich diesen Dienst nicht entsprechend abgesichert habe mit einer richtigen Authentifizierung, Zugangskontrolle, ist es tendenziell möglich, von Angreifern weltweit auf diesen Dienst zuzugreifen und dann auch ein Einfallstor zu haben, um sich dann auch vielleicht über diesen Dienst weiter im lokalen Netz auszubreiten. Also oft ist es auch so, dass eine kleine Schwachstelle reicht, um letztendlich auch die Schutzmechanismen auszuhebeln oder auch die eigene Firewall zu umgehen. Und wenn ich mal im lokalen Netz bin, ist es dann oft ein leichtes, mich von einem Dienst zum nächsten weiterzuhangeln oder auch zum nächsten Netzwerksegment und dort weiter Schaden anzurichten. Das ist mal so grob die Zusammenfassung, was wir hier heute an Sicherheitslücken gesehen haben. Jetzt ist aus meiner Sicht so ein Pentest sicher ein wichtiger Baustein, um die eigene Infrastruktur abzusichern. Wir haben ja auch hier den Fokus gerade auf kleine und mittelständische Unternehmen, die sich vielleicht fragen, was können sie für die Sicherheit ihrer Unternehmens-IT tun. Ich denke, es ist ein wichtiger Baustein, wenn man sowas auch regelmäßig durchführt, weil ein Pentest kann immer nur eine Momentaufnahme darstellen, wenn ich wieder meine Konfiguration ändere, wenn ich neue Software installiere, wenn neue Schwachstellen bekannt werden, muss ich so einen Pentest natürlich regelmäßig wiederholen, um da ein akkurates Bild zu haben. Und so ein Pentest ist kein Allheilmittel und bietet durchaus auch einige Fallstricke. Das heißt, wenn ich so einen Pentest beauftrage, muss ich im Vorfeld auch gut abklären, was soll der Pentest überhaupt machen dürfen. Es kann relativ leicht passieren, dass Dienste bei der Durchführung so eines Pentests auch gestört werden. Also wir haben es vorhin gesehen, Timon hat das System neu starten müssen, um die entsprechende Schwachstelle ausnutzen zu können, wenn ich sowas im Produktivsystem mache. Und wenn ich jetzt mal insbesondere an Produktionsanlagen denke, ist es natürlich was, da muss man sehr, sehr aufpassen. Also dort reicht es auch oft schon, wenn ich einen Portscan mache, dass gegebenenfalls irgendwelche Steuerkomponenten ausfallen und das geht dann natürlich auch relativ schnell ins Geld. Das heißt, hier ist es einfach ganz wichtig, dass man das vorher gut abspricht, was auf welchen Systemen getestet werden kann und gegebenenfalls nochmal Rücksprache mit dem Unternehmen hält. Dann hängt das Ganze sehr von der Expertise der durchführenden Experten ab. So ein Pentest erfordert viel kreativen Eigenbeitrag, auch wenn es Tools gibt, die manche Tätigkeiten automatisieren, hängt viel einfach auch von der Erfahrung des Pentesters ab. Und das ist natürlich auch schwer zu beurteilen, wenn man so einen Pentest beauftragt. Es gibt einige ganz aussagekräftige Zertifikate, wie ich finde, also beispielsweise OSCP ist so ein Zertifikat, was relativ schwer zu erwerben ist und was zumindest mal nachweist, dass derjenige, der so ein Zertifikat hat, auch zumindest grundlegende Erfahrung hat. Aber insgesamt ist es natürlich relativ schwer zu vergleichen, ob die Experten diese Expertise mitbringen. Und dann ist ein Pentest natürlich keine Garantie, dass alle Sicherheitslücken oder zumindest alle relevanten Sicherheitslücken gefunden werden. Je mehr Aufwand der Pentester investiert, umso höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Lücken gefunden werden. Das Gleiche gilt natürlich auch aber für den Angreifer. Also je länger ein Angreifer versucht, in ein System einzudringen und je mehr Ressourcen er hat, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwann mal Erfolg hat. Das heißt, das muss einem bewusst sein. Beim Pentest muss ich immer abwägen, wie viel bin ich bereit zu investieren, wie umfangreich soll dieser Pentest sein. Je umfangreicher er ist, umso höher wird nachher das Schutzniveau, das ich erreiche. Hundertprozentige Sicherheit werde ich dadurch aber nicht erlangen. Ganz zum Schluss wollte ich noch erwähnen, dass wir durchaus selbst auch solche Pentests durchführen. Das ist nicht unser Alltagsgeschäft. Für uns als Forschungseinrichtung ist natürlich auch immer interessant, wenn es irgendeinen Forschungscharakter gibt oder keine Standardmethoden eingesetzt werden können. Wir führen aber regelmäßig auch solche Penetrationstests durch, weil uns es wieder hilft, auch einen besseren Einblick zu bekommen, was sind wirklich Probleme in der Praxis. Uns interessiert auch, wie kann man solche Tests automatisieren, vergleichbar machen. Grundsätzlich machen wir aber auch viele andere Dinge, beispielsweise Technologiebewertungen oder IoT-Produkte auf Schwachstellen hin zu untersuchen und stehen natürlich auch jederzeit für gemeinsame Forschungsprojekte in diesem Kontext zur Verfügung. So, wir haben jetzt noch ein paar Minuten für Fragen. Ich versuche gerade mal
zu schauen in dem Tool. Es gibt jetzt die Möglichkeit, Fragen entweder im Chat zu stellen oder auch per Handzeichen. Dann kann ich entweder die Frage vorlesen oder wer möchte, kann auch die Frage per Audio stellen. Da möchte ich aber darauf hinweisen, dass diese Session aufgezeichnet wird und man dann zustimmt, dass man mit der Audioaufzeichnung einverstanden ist. Die Chatnachrichten werden nicht aufgezeichnet. Das heißt, wenn es jetzt Fragen gibt an die Experten, gerne sich jetzt einfach melden per Chat, entweder direkt eine Frage stellen oder einfach schreiben, Wortmeldung. Wenn man das per Audio machen möchte, dann kann ich auch Audiorechte vergeben. So, bisher sehe ich zumindest keine Wortmeldungen. Falls ich jetzt hier was übersehen sollte, bitte ich gerne auch meine Kollegen, mir nochmal Bescheid zu geben. Jetzt sehe ich. Eine Frage. Die Frage ist, die Virenscanner-Umgebung wurde zwar angekündigt, aber nicht gezeigt. Können Sie dazu noch etwas sagen? Ich weiß nicht, ob ich die Frage 100% richtig verstanden habe. Würde das mal an Timon einfach weitergeben. Okay, also ich würde es dann mal so aufnehmen, dass die Frage war, welcher Virenscanner zum Einsatz kam. Also in dem Fall war das jetzt so, dass auf dieser Maschine die Standard-Antiviren-Software von Windows, also die direkt mit Windows mitkommt, nämlich der Windows Defender installiert war und keine zusätzliche Antiviren-Software. Nee, die Frage, Entschuldigung, da gab es jetzt nochmal eine Korrektur im Chat. Die Frage war, wie der Virenscanner direkt umgangen werden kann. Also praktisch, genau, jetzt habe ich die Frage verstanden. Ich beantworte es einfach mal selber, falls ich Quatsch erzähle, Thema, korrigiere mich. Also was gemacht wurde, ist, dass hier dieses C-Programm gezeigt wurde, das dann selbst übersetzt wurde, was im Prinzip nachher so individualisiert ist, dass es einfach durch eine Signatur nicht erkannt wurde. Das heißt, die Umgehung war einfach, dass man praktisch ein eigenes, kurzes, einzeiliges C-Programm geschrieben hat, das man selber übersetzt hat, und das eben aufgrund jetzt auch der individuellen Bibliotheken und der individuellen Ausgestaltung in exakt dieser Form vom Virenscanner noch nie gesehen wurde und deshalb auch die Signaturerkennung nicht funktionieren konnte. Ich hoffe, das Ich kann beantwortet vielleicht die noch, Frage. Ja, gern, genau, ich Timon, kann ja. vielleicht noch kurz hinzufügen, dieses kurze Programm, was wir da eben gezeigt haben, das hat ja wiederum ein anderes Programm aufgerufen und dieses andere Programm wurde nicht als Virus erkannt, weil es halt ein Tool ist, also was auch für nicht böswillige Zwecke genutzt wird. Also das war in diesem Fall das Netcat. Damit kann man sich eben nicht nur eine Reverse Shell besorgen, sondern das wird, wie gesagt, auch von Administratoren so gegebenenfalls mal eingesetzt. Und das ist auch ein häufiger Trick, dass man eben Tools verwendet, die vielleicht schon auf dem System installiert sind, die eben gewisse Funktionalitäten anbieten, die sich halt auch für Angriffe missbrauchen lassen und so halt dann die Erkennung zu umgehen. Okay, danke, Timon. Ich sehe, jetzt kommen doch noch einige Fragen. Ich versuche die mal schnell noch aufzugreifen. Die nächste Frage war, wie lange dauert es noch, bis es einen flächenmäßigen Impact eines Cyberangriffs auf unsere Gesellschaft gibt? Ich denke, das ist eine spannende Frage, die aber sicherlich auch nicht einfach zu beantworten ist. Ich versuche jetzt einfach mal eine Antwort. Ich denke, uns muss klar sein, dass mit der zunehmenden Digitalisierung, insbesondere auch im Bereich der kritischen Infrastruktur, wir eine gewisse Verletzlichkeit bekommen. Ich denke, das ist auch den entsprechenden Verantwortungsträgern bewusst. Deshalb fängt man ja insbesondere auch im Bereich der kritischen Infrastruktur an, entsprechende Standards zu etablieren für
Sicherheitsprüfungen und Ähnliches. Aber jetzt aus Forschungssicht würde ich sagen, sollten wir uns dem Thema auf jeden Fall noch widmen, auch gerade im Kontext resiliente Systeme und uns auch zu überlegen, wie können wir Systeme, die eben so stark auch vielleicht Safety-Relevanz haben, weil sie mit der Umgebung interagieren, designen, dass wir von vornherein eigentlich davon ausgehen müssen, dass sie Schwachstellen haben, die irgendwann ausgenutzt werden. Und ich denke, eine Herausforderung ist insbesondere die Skalierbarkeit von solchen Angriffen. Also wenn wir solche IoT-Devices haben, die vielleicht millionenfach eingesetzt werden, über das Internet erreichbar sind und alle die gleiche Schwachstelle haben, ist es für einen Angreifer mit relativ wenig Mitteln möglich, gegebenenfalls auf einen Schlag Millionen von Geräten zu kontrollieren. Und ich denke, gerade dieser Skalierbarkeitseffekt ist was, der aus meiner Sicht sehr kritisch zu sehen ist. So, jetzt kommen ganz viele Fragen. Ich hoffe, wir haben eigentlich offiziell nur noch 2 Minuten Zeit, dass ich doch die Fragen zumindest noch ganz kurz beantworten kann. Es gab noch die Frage, was halten Sie von Zertifizierung nach Common Criteria? Das geht jetzt so ganz über den Vortrag ein bisschen hinaus. Wobei es gibt durchaus Anknüpfungspunkte, weil man kann ja auch bei einem IoT-Produkt oder einem Softwareprodukt so einen Pentest auf die Software durchführen. Ich denke, man muss sich im Vorfeld überlegen, was man erreichen möchte. Common Criteria kann für gewisse Anwendungsszenarien aus meiner Sicht durchaus Sinn machen. Es wird aber relativ viel Papier geprüft und je nachdem, welche Prüftiefe man hat, ist es auch sehr aufwendig. Das heißt, ich glaube, gerade für so ein Standard-IoT-Produkt, was nicht im sicherheitskritischen Bereich eingesetzt wird, ist Common Criteria sicherlich kein geeigneter Mechanismus. Und dann muss man sich bei Common Criteria immer auch bewusst sein, dass man jetzt letztendlich ein Schutzprofil braucht, gegen das man prüft. Ansonsten kann ein Hersteller eigentlich relativ frei definieren, welche Sicherheitseigenschaften ein Produkt aus seiner Sicht haben sollte und gegen diese Eigenschaften prüfen. Das hat allerdings keinerlei Aussagewert, ob das die richtigen Sicherheitseigenschaften sind, die wirklich in der Praxis nachher Relevanz haben. Das heißt, bei Common Criteria muss man sehr genau aufpassen, wie die Aussagekraft ist und ob sich wirklich der Papieraufwand lohnt. Jetzt versuche ich noch die letzte Frage in den letzten Sekunden zu beantworten, bevor es dann in die Mittagspause geht. Die IT-Infrastruktur von Unternehmen ist sehr dynamisch. Gefühlt kommt jeden Monat ein neues System oder eine neue Anwendung hinzu. Diese Dynamik wirkt sich auch auf die vorhandenen und potenziellen Schwachstellen aus. Kann man Pentests vernünftig automatisieren, um der kontinuierlichen Veränderung Rechnung zu tragen? Das ist eine sehr spannende Frage. Also gerade, wo ja auch so ein bisschen dieses Allheilmittel künstliche Intelligenz gerade wieder ein bisschen gehypt wird, ist natürlich auch die Frage, können wir das nicht auch mit IT-Sicherheit kombinieren und haben wir nicht nachher so intelligente Scanner, die automatisiert Pentests durchführen können? Ich glaube, es gibt spannende Entwicklungen in dem Bereich und natürlich macht es Sinn zu gucken, dass man so viel wie möglich teilautomatisieren kann. Andererseits ist es, glaube ich, schon noch so, wir sind noch weit davon entfernt, dass das wirklich komplett automatisiert werden kann. Und gerade so ein Pentest setzt immer so ein bisschen diese Kreativität des Pentesters voraus, genauso wie sie der Angreifer auch an den Tag legt. Und oftmals ist es ja dieses um die Ecke denken oder eben ein System außerhalb seiner eigentlichen Spezifikation zu nutzen, was nachher dann die Lücke zum Tragen bringt. Und ich glaube, da sind wir leider noch ein Stück davon entfernt, dass das völlig automatisierbar ist. Ich finde es aber eine spannende Forschungsrichtung. So, leider ist unsere Zeit jetzt schon um. Es freut mich, dass jetzt doch noch einige Fragen gekommen sind. Ich hoffe, dass Sie etwas mitnehmen konnten. Wenn es im Nachgang noch Fragen gibt, stehen ich und meine Kollegen natürlich jederzeit zur Verfügung. Schreiben Sie uns einfach eine Mail, kommen auf uns zu. Wir freuen uns über jegliche Anfragen oder Rückfragen, versuchen die im Nachgang noch zu beantworten. Und ich wünsche allen Teilnehmern noch ein tolles Open House und weitere spannende
Diskussionen. Vielen Dank.